Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Odyssey Bundle von Akkad. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Odyssey von Akkad, das Ganze am 16. Oktober erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, ein neues Release aus dem Hause No Return Records. Wir haben hier ein Bundle, das hier in so einer durchsichtigen Folie, in so einer durchsichtigen Plastikverpackung kommt. Wir haben hier die einzelnen Inhalte, die können wir schon sehen. Wir werden das Ganze aber trotzdem direkt mal aufmachen, um die Inhalte zu entnehmen. So, also wir haben hier das Bundle bestehend aus dem Album an sich, Odyssey. Dann haben wir eine Autogrammkarte, eine Bonus-EP, Matrix, ein Shirt und, wie man es aus dem Hause No Return Records kennt, diverse Sticker. Die schauen wir uns natürlich auch noch an. So, aber als erstes machen wir mal alles zur Seite und widmen uns den Sachen, die noch hier in Folie sind. Also das Album und die EP werden wir mal hier aus der Folie befreien. Ist ja schon etwas länger her, dass es ein Album von Akkad gab. Es gab ja dann, das letzte Release war, glaube ich, dieser Sampler, Dämonenfänger, glaube ich, hieß das. Und das letzte Album war meines Wissens Alcatraz, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Zu dem Bundle habe ich euch damals natürlich auch ein Video gedreht. Und ich glaube, es war das letzte. Es gab dann natürlich noch den No Return Sampler, der kam auch, glaube ich, dieses Jahr raus, der ist noch relativ frisch, aber Solo-Release von Akkad ist dann doch schon etwas länger her. Gut, also EP und Album aus der Folie befreit, so sieht das aus. Passend zum Albumtitel Odyssey hier das Cover. Wir haben hier eine wilde, raue See, also jede Menge Berge an Wellen und wirklich eine ziemlich aufgebrachte See. Da möchte ich nicht unbedingt alleine draußen im Bötchen sitzen. Hier lesen wir Akkads Odyssey. Da hinten gibt es einen einsamen Baum oder eine Insel, die hier scheinbar angesteuert wird. Und hier sitzt eben auf so einer kleinen Nussschale eine Person in rotem Gewand und langem Haar. Das Ganze kommt im regulären Toolcase. Auf der Seite sieht das Ganze so aus. Katalognummer, also NRT 34. Und dann haben wir auf der Rückseite die Tracklist. 16 Tracks an der Zahl, jawohl. So lobe ich mir das, gerade in der heutigen Zeit eine Seltenheit, so viele Tracks. Und wir haben hier Features mit dabei von Creature Stalker, Kafik, John Murdoch, Nex, CR7Z, Raptor, Con Gorilla und Colex. Ja, also alles aus dem No Return Umfeld. CR7Z, muss ich ehrlich sagen, hat mich jetzt dann doch etwas überrascht. Mit dem hätte ich eher nicht so gerechnet. So, dann die Beteiligten, die Logos der Labels, Barcode, okay. Und dann schauen wir mal ins Innenleben. Als erstes ins Booklet. Das ist hier so ein Einleger zum Aufklappen. Die Info zu den einzelnen Tracks nochmal. Wer daran beteiligt war und auch wer das Ganze produziert hat. All das kann man hier nachlesen. Und hier unten dann noch die Credits. Gut, hier nochmal die See ohne Boot. Und dann haben wir die CD in so einem schwarz-türkis beziehungsweise ja, blaugrün gehalten. Sieht wieder so nach Ornamenten aus, erinnert ein bisschen an das Artwork vom letzten Album. Odyssey Akkad, also an das vom No Return Sampler. Da war ja auch ganz viel so mit Runen und Ornamenten. Hier haben wir dann noch einen Kompass, der uns hier auf der Odyssey begleitet. Gut, so viel zum Album. Als nächstes haben wir dann die Bonus-EP, die nennt sich Matrix, die Matrix-EP. Und hier haben wir auch das Gesicht vom Künstler von Akkad, das sich hier so zusammengesetzt hat wie eine Matrix, No Return Records präsentiert. Dann auf der Rückseite die Tracklist, wir haben 5 Tracks mit 3 Features, auch hier die Produzenten angeführt, also Crypto Beats zweimal und dreimal Creature Stalker.
Beteiligten. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns die CD an. Die ist auch wieder im Matrix-Design, allerdings hier nicht das Gesicht, sondern hier wirklich diese Zeilencodes, die hier von oben nach unten gehen. Und das Ganze kommt hier in einer Papphülle. Also 5 Tracks obendrauf nochmal zu den 16 Album-Tracks. Als nächstes haben wir mit dabei eine Autogrammkarte im Hochformat. Die wurde hier unterschrieben mit schwarzem Stift. Hier lesen wir es. Einmal hier weiß darüber und dann einmal hier mit schwarzer Unterschrift Arkatz. Genau dieser ist hier auch abgebildet. Und auf der Rückseite das Logo von No Return Records. Sehr schön. Die Karte ist im Hochformat und auch etwas, ja, so kartonmäßig. Also die ist durchaus stabil, die ist gehärtet. So, dann haben wir noch ein Shirt mit dabei. Das sieht so aus. Kommt hier in schwarz. Und auch hier haben wir mehr oder weniger wieder dieses Bild der Odyssee versinnbildlicht. Und zwar haben wir hier so den rauen Pfad voller Dornen, Stacheln und Hindernisse. Aber wenn man sich dann durchkämpft, wenn man diesen Weg dann bis zum Ende geht, dann kommt man hier irgendwann in eine ziemlich paradiesische Landschaft. Also das sieht auf jeden Fall so aus, als hätte sich der steinige Weg gelohnt. Da oben dann nochmal der Arkatz-Schriftzug. Und auf der Rückseite ist das Ganze in schwarz. Und wir haben es hierbei zu tun mit einem Gilden Heavy Cotton 100% Baumwolle. Das Ganze ist Größe M und made in Nicaragua. Grüße gehen raus. Größe M habe ich mir selbst ausgewählt. Man kann meistens oder eigentlich immer bei den Bundles von No Return Records sich die Größe individuell aussuchen. Da gibt es echt alles zur Auswahl. Ich habe mich für M entschieden. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz an, wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt, dann hier rundherum diese chaotische Landschaft, diese Hindernisse hier in schwarz und lila. Oben dann in gelb und blau, also hier eher so das Chaos und die Unordnung. Und in der Mitte dann, wo dieses schwarze Männchen hier steht, dann die heile Welt hier aufgeräumt in Türkis und Blaugrün. Ja, auf jeden Fall ein starker Kontrast hier auf dem Shirt. Das fällt auf jeden Fall ins Auge. So, und dann haben wir auch noch Sticker mit dabei. Das ist auch immer der Fall bei diesen Bundles. Und zwar haben wir hier zweimal diesen hier, den No Return Record Sticker im Hochformat mit dem Herz. Dann zweimal diesen hier mit Fick auf die Welt. Dann auch wieder zweimal diesen. Das ist das Albumcover vom Album Trauma. Arkatz Trauma, auch schon eine Weile her. Zweimal hier im Hochformat. Dann hier Hope with Dope. Der ist ebenfalls zweimal. Und dann haben wir noch einmal diesen hier im Querformat Menschenfeind. Also insgesamt 2, 4, 6, 8, 9 Sticker, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Ja genau, also 4 Motive mal 2 und das eine hier einfach. Also 9 Sticker gibt es dann auch noch oben drauf. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal die eben gezeigten Sticker, wie gesagt, 9 Stück an der Zahl. Dann das Shirt in der Größe M. Größe, wie gesagt, frei auszuwählen, könnt ihr euch nehmen, welches ihr braucht. Dann haben wir die Autogrammkarte im Hochformat von Arkatz unterschrieben. Die Bonus-EP, die Matrix-EP mit 5 Tracks im Digisleeve oder in der Papphülle. Und natürlich das Album an sich, Odyssey im Jewelcase mit insgesamt 16 Tracks. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle. Odyssey von Arkatz. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Arkatz unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.